dann ja rachen. Was sind die Marlboro? Schau her, wie ist die Frisur? Viel besser. Welche? Was? Die andere war besser. Welche? Ja, die ganz offen. Ja, die ist fast besser. Die lassen sie immer so. Ja. Nein, die andere war doch besser. Wenn ich nicht so faul wäre, würde ich jetzt spazieren gehen. Was? Bei der Hitze? Eigentlich war. Was machen wir jetzt am Abend? Wie spät wird es jetzt sein? Was weiß ich? Zwei? Drei vielleicht. Um 11 bin ich weg. 4 Stunden. Halb drei. Halb drei ist. Halb drei. Halb vier. Halb fünf. Halb sechs. Wir können ja am Abend gar nicht so viel machen. Gar nichts. Was? Hast du gar nichts mehr? Glaubst du, kriegst du von deiner Mutter gehört? Ja, eventuell 20 Schilling, wenn es viel ist. Na, immerhin. Von deiner Mutter 20. Ja, da kommen wir aber nicht weit. Der Herbert ist mir auch noch 200 schuldig. Der ist in Wien. Ja, baden gehen soll sich auch nicht aus. Nein, außerdem habe ich keinen Badeanzug mit. Das wäre das Wenigste. Und ohne Auto? Blödsinn. Ach so, richtig. Bei dir verblöde ich immer mehr. Ja. Bei dir? Bei dir. Aber. Hast du noch was zum Essen da? Ja, irgendwelche Brote. Wurscht ist aber keine mehr da, oder? Irgendwas muss man da sein. Hey, da ist nur so ein Kass, kann ich den nehmen? Ja, aber nicht den ganzen. Ist was im Kino? Was ist das? Eine Limonade. Ich hab so einen Durst auf den Gin auf. Fizz, Gin, Fizz. Ja, ja. Ist schon gut. Du? Was? Kino? Ist nichts. Es wo? Da, der Jerry Cotton Film. Ja, schlecht. Was die? Die Voranzeige. Ein Mann und eine Frau. Prädikat wertvoll. Was? Aber ich habe halt Lust auf einen Kunstfilm. Geh. Ja, sonst ist nichts. Erst, wenn ich was gehe, geh vielleicht Fußball-Weltmeisterschaft 1966. Mhm. Kannst aber auch gehen. Schau mal genau, ob wirklich nichts ist. Da, Dr. Zhivago. Es gibt nämlich auch gar keinen richtig schlechten Film. Der Berser und die Schwedin im Belare-Kino. Naja. Ja. So ein Belare-Kino ist wieder zweit. Ich muss nicht ins Kino gehen. Ist was im Theater? Wieso? Willst du ins Theater gehen? Da, morgen spielen sie wieder die Räuber. Ja, und übermorgen? Das steht nicht da. Das steht vielleicht im Wochenprogramm. Ich schlafe auch rum. Du, Kompott hast du keins mehr, was? Schon wieder? Ich gehe jetzt aber nicht runter, deswegen. Ach, du, Kompotti, bitte, Kompotti, bitte. Was für eins? Pfirsich oder Marillen? Es gibt nicht mehr Kirschen und Zwetschgen. Was? Gibt's wirklich nichts anderes? Die hast du alle schon gegessen. Ja, dann Zwetschgen. Und schau, ob nicht doch was anderes unten ist. Marillen. Okay. Thank you.
Telefon! Soll ich anheben? Nein! Warum nicht? Lass leiten! Was? Wieso soll ich nicht anheben? Hey, Bart! Hallo? Ja, servus! Ja, danke, geht! Hallo? Servus! Ja? Na? Du eigentlich nichts? Ja? Ja, wir sitzen da so, ja? Ja, Eltern sind weg. Wann? Fein? Ja? Ja, du, wir haben überlegt wie im Kino, ja? Ja, wir sind auch fast pleite. Ja. Ja, wir haben fast nichts mehr zum Trinken. Ja, ein Gin, ja? Ja? Okay? Ja? Was? Wer du? Wieso das? Immer dasselbe. Ja. Na, geh, komm ruhig her. Ja. Passt. Ja, servus. Kommt er her? Vielleicht. Was macht er am Abend? Die wissen auch nicht. Und wahrscheinlich auch nichts. Die sind auch pleite. Willst du unbedingt mit denen was machen? Ja, wir machen eh nichts. Und wenn, dann wahrscheinlich nur Drangel irgendwo. Was? Na, komm, ich bin so müd. Dann schlaf halt. Was? Nein, kann ich jetzt sicher nicht. Bist du nervös? Was? Nein, eigentlich nicht. Nimm ein Pulver. Was? Ich hab heute eh schon zwei genommen. Bist du eins? Nein, da bin ich höchstens nervös davon. Genau, du hast recht. Ich wollte eins nehmen. Deswegen habe ich die Limonade geholt. Den Wilson Pickett schon nicht mehr hören. Du verstehst den eben immer noch nicht. Haha. Jetzt erlebe ich wieder. Da brauche ich nichts anderes. Hast du was zum Lesen für mich? Wie ist den Saal Bella fertig? Was? Nein, jetzt mag ich nicht. Mit den Strecken war es ziemlich fad. Bist du deppert? Ja, den UNESCO? Was? Nein, da ist immer dasselbe. Naja. Da, den Konrad Meyer. Ja, gut. Ja. Du kannst übrigens auch was schreiben. Jetzt nicht. Was willst du bei der Musik schreiben, hä? Hör zu! Was willst du schreiben? Na, was willst du schreiben? Ja. Was? Bist du wieder zu voll dazu? Ich könnte höchstens ein Stück schreiben, wo zwei auf der Bühne sitzen und Platten hören. Ein Platten nach der anderen. Haha. Und daneben steht der Professor mit dem Schema der Nervensysteme der beiden und erklärt, wie die Musik auf sie wirkt. Der Professor singt natürlich seinen Text irgendwie zur Musik. Du hast überhaupt keine Einfälle mehr. Ich hab genug Einfälle. Ja, nur faule Ausrederei. Du hast wahrscheinlich recht. Aber alles ist eine einzig faule Ausrede. Ja. Erst das Leben ist eine Gewohnheit, wie das Zigarettenrauchen. Ja, das hast du schon mal wo geschrieben. Das ist einfach... Was haltest du von dem Satz? Die Faulheit ist die treibende Kraft in dieser Welt. Naja, das kann man drehen, wie man will. Ist außerdem falsch. Was haltest du von dem Satz? Möglichst schnell, möglichst wenig tun. Bitte überleg lieber, was wir wirklich am Abend machen. Ich bleib zu Hause und schreib was. Was? Du kannst ja jetzt was schreiben. Ich wüsste nicht was. Ah ja, und bis am Abend war's das. Oh ja? Bitte. Wieso bin ich jetzt immer so müd? Ich hab den ganzen Tag geschlafen. Dann schlaf halt. Oder geh vielleicht arbeiten. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich arbeiten gehe. Unmöglich. Ich fühle mich recht wohl, obwohl ich zu nichts Lust hab. Du nicht so angefressen. Ja was, es ist halt so, kann auch nichts machen. Ich bin da wurscht. Weiß ich nicht. Bin da ja auch egal. Eben nicht. Das ist ja das, was mich wundert. Gell? Ja, wirklich. Wirklich. Hm? Gehen wir ein bisschen spazieren? Was? Geh du. Ich bleib da. Du bist witzig.
Oder geh überhaupt heim. Wieso denn? Ja, was da herumliegen? Naja. Was? Nein, geh, komm, Vögel mag ich jetzt auch nicht. Dann trink was. Was? Nein, komm, so geht das nicht weiter. Es geht weiter. Oder? Auch nicht. Was? Nein, umbringen mag ich mich auch nicht mehr. Ich fühl mich recht wohl. Ich schau halt gar nicht so schlecht aus, was? Ja, so richtig verhurt. Wie ist das? Abgeschleckt. Ziemlich glatt. Bist blöd. Irgendwie witzig. Wo gehst denn hin? Aufs Klo. Lass dir was einfallen. Betrüg mich inzwischen. Ja, das nutzt bei dir auch nichts mehr. Du, wann hat denn der Joe gesagt, dass er herkommt? Was? Wann der Joe kommt? Irgendwann. Du, es wird eh gleich regnen. Da ist schon ganz schwarz. Ja, am Morgen möchte ich trotzdem was machen. Werden wir sehen. Ich glaube, da kommt ein ziemliches Gewitter. Du, wann hat denn der Joe gesagt, dass er kommt? Wenn, dann müsste er jetzt bald kommen. Mit oder ohne Monika? Keine Ahnung. Wollen Sie nicht streiten? Mit der Monika. Am 1. Juli dampfe ich jedenfalls nach Spanien ab. Das steht fest. Was? Und was soll ich machen? Mitfahren. Ja, schön war's. Und wer zahlt mir das? Mein Alter sicher nicht. Er wird sich schon was auftreiben lassen. Der Alter soll auch was zahlen, dir nicht gehört. Woher? Kriegst du überhaupt das Auto? Hoffentlich. Autostopp mag ich nicht fahren. So nicht? Ich bin nicht wahnsinnig. Ja, bist du wieder zu faul dazu? Ja. Ja, na klar. Ja, dann bin ich eben zu faul dazu. Hey, ist das der Joe? Ja. War aber ein VW. Ja. Sag, weißt der Joe eigentlich, dass du mit der Sissi betrogen hast? Ja, ich glaube, der kennt so ziemlich alle unsere Geschichten in- und auswendig. Ja, du hast es ihm natürlich erzählt. Sicher. Hat sie größten Trottschweiber überhaupt? Na und? Erst neulich haben wir uns 2 Stunden lang nur solche Geschichten erzählt. Interessant nämlich, wie sie die einzelnen Aktionen durch die ganze Partie ziehen. Ja, sicher. Fast jeder ist mitverwickelt. Ich bin froh, wenn ich aus dem Scheiß-Kaff rauskomme. Ich wohl auch. Ich muss schon wieder aufs Klo. Ich bin heute Abend für hierbleiben. Ja, ja, das werden wir sehen. Ich würde mich da jetzt noch nicht festlegen. Ja, na jetzt geht's los. Mach da draußen das Fenster zu. Erster Joe hat ja eh ein Auto. Wenn's regnet, können wir mit ihm reinfahren. Wer sagt denn, dass er überhaupt herkommt? Ich hab doch, der hat gesagt, dass er herkommt. Ja schon, aber du weißt ja. Musik ist doch noch der beste Stimulanz. Im Gegenteil, komm ruhig auf. Soll ich mal was anziehen? Ja.
Hey. Servus. Ja? Wieso? Wo ist die Monika? Die ist zur Schneiderin. Ja, ich muss sie dann eh noch abholen. Was hast denn du gestern Abend gemacht? Zuerst waren wir bei der Celkovic und dann waren wir noch im Inn. Das Inn wird einmal schleißiger, was? Ja, aber es sind wenigstens Puppen dort. So nach zwei Bier schauen wir ganz gerne ein paar Puppen an. Ja, nur anschauen, versteht sie. Na, schaut, dass die Weiber nicht in Wirtshäuser gehen. Sollten wir doch heimführen. Na, was billiger war. Musikbox ist sowieso auch nicht bei der Celkovic. Ja, nein, dann habe ich noch meinen Bruder getroffen. Sind wir um die Wette Auto gefahren. Ja, das ist unser neuer Sport. Autorennen. Der Bäder geht jetzt eh oft weg, was? Ja, der wird immer lockerer. Ich glaube, das wird noch ein guter Mann. Ich glaube auch. Ja. Wo wart's denn ihr gestern? Du, wir? Was haben wir gestern abends gemacht? Da waren wir. Dann waren wir nicht gestern. Nein. Ach so. Ja. Nein, das war vorgestern. Vorgestern waren wir beim Bogo. Was macht der Bogo? Du, ich glaub, dem geht's eh ganz gut. Ja. Sein Puppen war auch dort, weißt du? Der malt halt seine Bödel. Ist die Monika erst heute gekommen? Ja, heute am Vormittag. Und? Wie ist die Stimmung? Wie immer. Der übliche Tanz. Schreibst du was? Du, nein, eigentlich nicht. Ich weiß ja halt auch nicht, was man schreiben soll. Sie schreiben jetzt bei mir sowieso ganz auf. Ja, wenn man schon irgendwas macht, dann ist ganz was Lockeres, so wie wir jetzt miteinander reden, aber sonst. Genau? Ja. Bitteschön. Oh, danke schön. Was soll ich? Ja. Konkret, was machen wir am Abend? Keine Ahnung. Kino ist nix. Ja, außerdem mag ich gar nicht ins Kino gehen heute. Im Kino ist überhaupt nix. Nein, ich hab alles durchgeschaut. Nichts. Nicht einmal ein schlechter Film. Höchstens der Perser und die Schweden. Aber das ist auch nix. Ich hab jetzt in Wien einen herrlichen Herkules-Film gesehen. Herkules und die Vampire. Kenn ich. Ja? Den hab ich vor zwei Jahren mit dem Pfleger gesehen. Boah, der ist gigantisch. Ja. Soll ich noch einmal vorbeikommen? Was? Gehst du schon? Ja, ich muss jetzt die Moni holen. Was? Ja, komm auf alle Fälle vorbei. Ja, dann ruf an. Ja, oder wir rufen an. Ich bin nicht saus. Ach so. Na dann. Wann kommen deine Eltern zurück? Keine Ahnung. Morgen. Oder heute. Jetzt hätten wir bei dir was machen können. Ja, sicher also. Naja, werden wir sehen. Ist klar. Wie spät ist denn überhaupt? Du, ich hab keine Uhr. Ja, stimmt. Halber Viere. Ja. Soll ich noch einmal kommen oder nicht? Also mir ist wurscht, dann für sich liegt es eh am Weg. Nein, ich glaube, wir machen gar nichts. Wenn keiner recht will, zahlt es eh nicht aus. Na, oder wenn sich was Gutes ergibt, komm ich vorbei, Alter. Ruf an. Okay. Ja, Anruf? Ja, ist gut. Ja, servus. Erst, sonst ruf ich dich morgen Mittag an, gell? Servus. Es entwickelt sich zum richtigen Dauerregen erst. Na Wahnsinn, Mr. Five. Ja, dann tu lüften. Okay. Ich geh duschen. Hallo? Was? Wer? Wen? Na, da ist 87124. Ja. Ja. Ja, was? Ah, falsch verfunden. Du, es gibt kein warmes Wasser mehr. Das gibt's nicht. Nein, ganz wenig kommt noch mehr. Ja.
Schau nicht, verstehst? Gib mal Chick! Allein nicht da! Gehen wir ein bisschen spazieren, ha? Holst du mich gleich wieder zum Regen? Ja, ja, fangt eh schon wieder an! Scheiß Winter! Was ziehst du denn an? Ja, wenn ich mich anziehe, du blödes Arschloch! Nee. Ja, hoffentlich ist er zu Hause. Oh, okay. Wen rufst du überhaupt an? Hallo? Ja, kann ich bitte den Dr. Engel sprechen? Ja, das heißt die Birgit. Was? Achso, nein, dann eigentlich nicht. Ja, ich lasse mich jedenfalls schick rissen. Ja, was? Ja, bitte. Ja, ja, ich warte. Ist das Engel nichts da? Das Engel im Himmel ist ja nichts da. Wirst schon sehen. Ja, ist er da. Hallo? Ja, servus, ja, danke, geht. Und dir? Was, ja? Ja, können wir machen. Ja. Was? Er soll dich gleich am besten von da abholen. Was? 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 Dein nächster Herr zum Horschneiden. Was? Nein, aber nein. Sag, er soll dich gleich abholen. Jetzt hör mal still! Was? Nein, nicht du! Was? Wie Angst du warm bist. Ja, beim Charlie. Ja, nein! Wer hat dich da jetzt sowieso in aus? Ja, beim Charlie, na und? Ja, tu nicht so. Kommst du oder kommst du nicht? Der soll sich nicht so zieren. Das kann man gar nicht gern. Lang telefoniere ich nicht mehr. Will er nicht. Oh mein Gott, bist du blöd. Was? Nein. Nein, du fährst bis zum Friedhof, den kennst du ja. Und dann die erste Straße links. Erst die erste Straße links, rechts das dritte Haus. Nein, vergiss. Nein, dann lieber nicht. Nein. Bitte Friedhof. Die erste links, das was? Ist ein Trottel. Was? Gottesacker. Ja, servus, hab ich gesagt. So, jetzt schleich dich aber. Weil von deinen blöden Schmäh habe ich jetzt genug, aber ehrlich. Was froh, dass du mich überhaupt hast. Geh. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Hast du keinen anderen Haverer mit deinem Auto? Geh, hör doch auf mit dem blöden Theater. Hast du gehört? Was lachst du denn? Nix. Sag, warum du lachst. Ich finde das so komisch. Was? Ja, dass ich mit dir gehe. Selber schuld. Ja, eh. Jetzt sag nur, dass du nur mit mir zusammen bist, weil der erste war. Ja, das war nur komischer. Na, mach mal Schluss. Wenn's du meinst. Ich will nicht. Ja, ich schleich mich jetzt da. Du willst wirklich gehen? Sechst, ist das der Job? Na ja. Na, passt. Da kann ich mich gleich reinbringen. Ich komm jetzt. Wart wenigstens. Okay. Mein Taschen. Was ist nicht schnell. Ich hab die Bitte, die Schatte kommt jetzt. Warte mal kurz, bitte.
Moni? Ich bin schon da. Eigentlich was zum Trinken? Ja, da ein Gin. Na danke, den mag ich nicht. Na und? Wie steht's mir? Schau's das wie ein Dorftrottel. Na, hängst du mal um? Na, mir passt sowas nicht. Spazieren wollten sie gehen. Und seit wann ist der Charlie in Wittgenstein? Will sie halt abüben? Hast was dagegen? Eine Bildung ist doch was Schönes. Geht du nicht so groß. Ja, ja, also, ne, der Wittgenstein. Ne? Wann kommen sie wieder? Weiß nicht. Hat der Charlie eigentlich die Birgit geschlagen? Ja, schon möglich. Der kann eben seine Männlichkeit auch nicht anders unter Beweis stellen. Du musst das ja wissen. So schleißig wie du denkst, war es auch wieder nicht. Hoffentlich. Er war zwar ein bisschen impotent, aber was ich mich so erinnern kann, war das nicht einmal so ungeil. Gelegen Wilson-Picke davon zieht die aus. So, bitteschön, Herr Graf. Es kann schon losgehen. Nur die Ruhe. Räum mal die Platten lauter. Wenn nur keine Nervosität vorschützen. Entweder schnell oder gar nicht. Na, süßer kleiner Teddybärli. Na, willst du mich nicht vergewaltigen? Ah! Ein Schlagi tut's, Bärli. Kann das Bärli nur Schlagi, ha? Na ja, wenn man vom Land kommt. Ja, was ist denn da? Ja, ich finde ja gar nichts mehr. Ich komm. Jetzt tu nicht so. Ach, mein Ofen. Lass schauen. Komm, tu die Hände weg. Du weg. Du Sau. Ich glaub, sie ist gebrochen. Ja, ich will sofort zu einem Arzt! Ja, ja, ja. Ich hab wirklich nicht gesehen, wo ich hinhau. Komm, zieh da was an. Ist das schlecht da? Ist schlecht! Gib mir mal Blusen! Am besten für die kleinen Spital. Ja, aber nicht ins Unfallkrankenhaus, da muss man womöglich warten. Nein, gleich da auf die Ambulanz. Soll ich vorher vielleicht besser anrufen? Ja, ruf an! Geh was? Nein, fahren wir gleich. Nein, besser. Nein, ich ruf doch an. Jetzt ruf an, dass dann wenigstens ein Arzt da ist. Ja, wird schon einer da sein. Einer von den 100 Ärzten wird schon. Geh was? Fahren wir. Ruf an! Oder such wenigstens die Nummer aus, wenn du schon zum Anrufen zu blöd bist. Krankenhaus musst du nachschlagen. Ja, ich schlag schon nicht die Polizei auf. Du kannst ruhig die Polizei aufschlagen. Aber was sagen wir überhaupt, wie es passiert ist? Schlagst du jetzt endlich nach? Ja, Krankenhaus, ja, weiter! Ja, Krankenhaus halt! 31531. Aber sag nicht, wie es passiert ist. Hallo? Ja, ja, die Ambulanz bitte. Ja, ein Nasenbeinbruch. Ein Nasenbeinbruch! Ja. Geh, was fahren wir? Muss sowieso wer dort sein. Komm, Mausi, das wird schon wieder alles gut. Ja, jetzt geh weiter! Warte, warte, schau kurz.
Ja, aber was? Ja, servus, wollt ihr da runter mit spazieren gehen? Nein, geht gar nicht. Wir mit... Warte einfach, ich komm runter. Geh jetzt weiter. Was ist denn? Die Moni hat gebrochene Nasen. Gebrochene Nasen? Ja, wir müssen auf der... Warte einfach, geh! Komm mal, sie fahren. Ein Wahnsinn. Aber das ist voller Blut. Gar nicht gewusst, dass der Joe so brutal ist. Der Bayer hat gesagt, er hat es gar nicht zu wollen. Er hat gesagt, es ist zufällig passiert. Ja, weißt du, wie schnell sowas geht. Ja. Das geht irrsinnig schnell. Volle Achtung. Kann ich mir gut vorstellen. Wenn du es willst, kannst du sowas auch von mir haben. Glaubst du nicht? Ich möchte nur wissen, was ich von dir hab. Nichts hast du von mir. Aber du stehst auf mich. Irrsinnig stehst du auf mich. Erst auf jetzt! Oh, du musst Bogen schießen. Ja? Ja? Los. Scheiß Weser! Scheiß Schiller! Oh, was, Scheiß Schiller kannst du gar nicht! Scheiß Questroy! Scheiß Goethe! Scheiß Abi! Scheiß Shakespeare! Scheiß UNESCO! Scheiß Bohr! Scheiß Hermann! Scheiß Nestroy! Scheiß Grimmwasser! Scheiß! Irgendwas zum Saufen, ich bin jetzt jetzt nicht zum Saufen aufgelegt. Ja, ich weiß nicht, der Team muss da sein. Ich bin so, ich weiß nicht. Was bist du? Nervös? Ja, nervös. Aber ihr seid nicht krass. Ich spüre schon wieder mein ganzes Nervensystem. Alles gleich. Geh, hol mir den Gin. Okay, ja. Bring ein Glas auch mit! Hol dir auch was zum Saufen. Ja, da ist nur Sekt draußen, aber das ist für die Alten. Wurscht, den killen wir auch gleich. Prost! Prost! Ja. Ja. Kommt der Joe wieder her? Ich nehme an. Ja. Der Monika muss sicher drin bleiben. Da muss er eh gleich kommen. Naja. Heißt, bringen wir uns um? Ja, du, aber nicht ich. Setzen wir uns ins Badl und schneiden wir uns ins Adel. Setzen wir uns ins Bad und schneiden wir uns die Adern auf. Hey, ja? Komm, rein mal zusammen. Bist deppert. Erst, kennst du die Geschichte von, wie der Konrad den Teddy aufbauen wollte? Nein. Die finde ich nicht klasse. Da möchte ich am liebsten ein Stück draus machen. Kennst du den Teddy? Was, den Maler? Ja, der war ursprünglich Regenschirmmacher. So ein, aus St. Veit, so ein ganz blasses Bürscher. Der Konrad und der andere haben wir ja mit dem Artclub gesehen. Da sagt der Konrad plötzlich, den bauen wir auf. Was, wie? Naja, den bauen sie auf, den machen sie richtig. Der Konrad wollte, dass er aus ihrem einen bekannten Künstler macht und alles so vorplanen, dass er ein bekannter Künstler wird und dass er sich am Schluss dann umbringt. Genau aufbauen, weißt? Aber umgebracht hat sich der Konrad und nicht der Teddy. Naja. Das ist so wie die Geschichte vom Zauberlehrling. Naja, so ähnlich. Der Teddy ist jetzt ein ziemlich bekannter Maler.
ein irrer Typ. Das ist eigentlich eh altes Gesetz. Das von zwei Irre, der Irrere gewinnt. Naja, aber eigentlich ist es reine Nervensache. Ist das Gewitter hat überhaupt nichts abgekühlt. Schwül ist wie im Dschungel. Heute hat es eine Luft wie bei Tennessee Williams. Aha. Das ist vielleicht wieder ein verschissener Nachmittag. Was jetzt redet dauernd so? Kennst du schon alles von den anderen an? Beschissen. Aber intensiv? Ja, unter intensiv verstehe ich was anderes. Aber du bittest dir ja immer ein, dass das, was du machst, intensiv ist. Na und? Das, mein Gott, bist du blöd. Du bist irrsinnig blöd. Hoffentlich kommt der Joe bald. Gut, dein geliebtes Joey. Oder jammerst du mich verloren, was? Ja, lieber heirate noch den Joe, bevor ich dich heirate. Ja, aber. Ich stehe nicht mehr auf dich. Ich weiß nicht. Plötzlich stehe ich nicht mehr auf dich. Glaubst du, ich stehe auf dich? Das ist ja das Tragische. Du stehst auf mich wie der Hund aufs Bad. Du stehst jedenfalls irrsinnig auf mich. Deswegen stehe ich nichts mehr auf dich. Na, passt. Dann können wir Schluss machen. Schluss machen. Schluss machen. Wie oft höre ich den Kaffee schon? Ich mag nicht Schluss machen und du kannst nicht Schluss machen. Das ist ein sehr feiner Unterschied. Weißt du jetzt, was ich dich brauche? Ich freue mich jedenfalls schon, wenn ich jetzt wegfahre. Am besten ich fahre gleich nach Formentera zur Carla. Was hast du denn auf einmal? Was ich hab? Ja. Was soll ich denn haben? Ja, ne? Was? Naja, das war mir halt alles ein bisschen viel, aber macht nichts. Die Carla ist wenigstens eine angenehme Person. Die versteht kein Deutsch. Die quatscht nicht da so blöd durch die Gegend. Die ist einfach angenehm, verstehst? Eine angenehme Frau. Die ist einfach vorhanden. Verstehst? Die macht nichts. Aber das macht sie perfekt. Außerdem finde ich sie unheimlich geil. Mein Gott, war das schön. Voller Haschisch in der ärgsten Hitze. Geschwitzt wie die Bettler. Wenn du willst, kannst du jetzt heimfahren. Ja, passt. Der Joe soll mich heimführen. Wenn er es tut, ist gut. Mein dummes Burli. Ja, die Frauen. Die Frauen sind irrsinnig arm. Sind eigentlich sehr arm. Ja, stimmt eh. Das habe ich mit Freddy sehr lang besprochen. Was, mit Freddy? Ja, der Freddy ist auch der Meinung, dass die Frauen irrsinnig arm sind. Was bist du denn auf einmal so widerlich? Ich hab da gesagt, ich kann widerlich sein. Und zwar ganz plötzlich. Jetzt bin ich's. Ich fühle mich unheimlich klasse. Setzt. Passt, der Joe ist da. Da kann ich reinführen. Ja. Wenn es tut. Hab ich noch Sachen bei dir? Nee, warte mal. Dummel geh. Schlechte, der Null! Schlechte! Bist du nicht fort? Was ist mit dir? Trink einen Schluck. Was hat denn sie? Ich weiß nicht. What's new? Geht nix. Was ist, was eh ungefähr? Erbrochene Nase. Ja. Ja, na und? Musst du jetzt im Spital bleiben? Ja! Na, ja. Die Liebe, hä? Die Liebe. Naja. Es ist nicht so einfach mit der Liebe. Mit den Trieben, hä? Mit den Trippchen, wie der Deutsche sagt, hä? Was denkst du? Die Fortpflanzung ist ja das einzig Gefährliche, was wir haben. Das ist das einzig wirklich Gefährliche. Weißt du, was ich meine? Naja. Ja, ich weiß ja nicht. Es trink was. Ich komm, beruhig dich, ha? Trink einen Schluck, ha? Ich hab übrigens einen Stoff auch da, wenn du magst. Von wem? Sonntag hat er mir gegeben, bevor er nach Schweden ist. Krasser Stock? Ich habe erst eine davon geraucht, vorige Woche, aber das war ganz gut. Also, zumindest habe ich mich am nächsten Tag äußerst wohl gefühlt, im Vergleich zum letzten Mal. Naja, rauchen wir halt eine.
eine Zigarette. Magst du es machen? Okay. Geh aus, aber die Nagelschere. Passt. Ich hole von draußen eine Schere. Mach's damit! Vor allem hört ihr so nicht drauf. Ja, ich glaube, wir sind in der richtigen Stimmung, ne? Ja, richtig angeheizt für Chico. Okay, magst du nicht ein geeignetes Platterl auflegen? Jetzt legst du es auf. Ja. Was legst du noch? Ein ruhiges Schlagerdiff vor die Stones. Ja. Magst du die dann anrauchen? Nein, rauch klar an. Weißt du, dass der Volker neulich umgefahren ist? Hab ich gehört, oben bei Betonell, gell? Sind fast alle umgeflogen. Ja. Den Vorder so gesoffen. Den Donald hat's neulich auch erwischt. Was? Ja. Aber der hat dann Tee gekocht. Der Trottel. Dazu. Hast du was stark gestopft? Naja, dann werden wir nachher vielleicht noch rauchen. Sehr angenehm. Sehr angenehm. Äußerst angenehm. Ja, ja nein, es ist nämlich wirklich ein angenehmer Stoff und in keinster Weise irgendwie gefährlich oder. Nein, sehr, sehr gefährlich. Oder beschwerlich. Da, Rauchanzug. Der Joe soll mich jetzt anführen. Bin ja kein Taxi. So eine Prinzessin. Kannst du ohne weiteres mit der Tramway auffahren? Ich hab so gemeint! Erst, das ist ein irrsinniger Stoff. Super, ich hab den ganz billig gekauft. Wo? Istanbul oder irgendein Kauf in der Türkei. Na, der Bursche lebt jetzt davon. Eigentlich witzig für den Versicherungsvertreter. Ja, aber er ist der geschmeidigste Versicherungsvertreter, was ich kenne. Der ist immer happy. Happy. Happy, happy, immer so happy. Happy, 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 happy. Happy, 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 happy. Das muss man machen, muss man machen, ich muss lachen. Zappalot! Zappalot, flott, Zappalot. Der Herrschaft geht spazieren im Zonau. Ein Parkzonau geht spazieren. Die Musik da hat schon wieder so lang. Die Minuten ziehen sie wie Marien. Sind sie ausgeputscht? Ausgeputscht. Kapuzel.
Putzler ins Kapuzler! Putzler ins Kapuzler! Polizei! Putzler ins Kapuzler, denn es kommt die Polizei! Wutzel ins Kapuzel, denn es kommt die Polizei. Wutzel ins Kapuzel, denn es kommt die Polizei. Wutzel ins Kapuzel, denn es kommt die Polizei. Horn, Horn genehm. Horn genehm, Horn genehm. Käufe, Käufe. Horn, komm, komm. Benny Goodman! Ja, Musik ist ein Trick. Musik ist überhaupt der beste Trick. Old Kumpel. Old Boy. Geht doch nichts über einen Kuss unter Männer. Ja, so unter Männer. Die Männer sind viel schöner. Schöner als wie die Welt. Viel schöner. Viel schöner. Da, schau. Die Welt ist nämlich unheimlich schier. Na, schön. Hat das deppert? Schau. Schön. Ich glaub, ich hau die Welt jetzt ins Häusl und lass das runter. Ja, bekomme die Welt. Bekomme die Welt. Bekomme die Welt. Was mit uns? Na dann, Welt. Servus. Servus. Geht nicht runter. Die Welt will nicht runter gehen. Wir mögen es ewig. Ja, Ewigkeit. Hörst, die beobachten mich schon wieder. Beim Arsch erwisch ich mich immer, wie mich beobachten. Du bist immer Polizist. Wutzel in die Polizei, Wutzel in die Polizei. Die Platten ist schon wieder so langsam. Die ist so langsam. Da sollte man nur dastehen bei der Platten. Verstehst? Nichts tanzen. Einfach nur dastehen. Und dann umdrehen. So. Schau. Das ist der neue Tanz. Oh! Hast du irgendwo ein Comicbierchen? Ich darf dir zu gerne Mickey oder so anschauen. Ja, was? Ich muss halt eher nichts haben. Ja. Wo bist du? Ja. Was ist das? Da ist ein klasse Donald drin. Alter, das ist ein Kampfball. Der Donald ist so dick. Was macht er? Ja, wo haben wir's denn? Wo haben wir's dann? Wo haben wir's dann? Wahnsinn, aber schlecht bist du. Du bist nämlich überhaupt nicht gefragt. Sie ist nicht gefragt, nie gefragt, gut verzagt. Du bist eine Ungefragte, ein ungefragtes Typ.
Das packe ich gleich am Schiffer. Jetzt einmal still, sonst rufe ich die Polizei und sag, dass es Haschisch raucht. Was will die Polizei? Was will die Polizei? Einerlei. Ja, den Sieg! Erst rauchen wir noch einen. Was? Rauchen wir noch einen, komm. Ja, ja, ja. Rauchen wir noch einen, aber einen kräftigen. Ja. So, ich zeig dir jetzt, wie das geht. Weil die Dinger kann man nämlich einfach einen Stapel abreißen. Erst, was ist mit dir? Bist deppert, Tuttl? Sag, spinnst du? Nein, ich nicht, aber ist zwar Haschern. Nein, das bleibt schön zu, Was? Da kriegt ja keine Luft mehr. Lass dir gehen. Ja, passt. Baba. Das Telefon, ja, das Telefon bringt, das macht piep, 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 piep. Jetzt hör mal still. So, hallo. So, jetzt hör mal still. Hallo. Hallo. Ich geh an der Spüle. Bis Depper, die fliegt halt. Die fliegt. Also. Charlie, schau. Ziehen wir uns über da aus. Ja? Komm. Ziehst du nichts aus? Kannst du einen mit ausziehen? Okay. Was? Das schaut irrsinnig aus. Und die Schaf ist weg. Doch nicht wohl die Polizei. Gut, sei die Polizei. Schreib! Ja! Kommt hier! Kommt hier! Ja, mit dem Messer geht es besser. Stichstirli! Stichstirli! Stichmuli! Stichmuli! Na, feig, Stirli! Dumm, Schmeck! Ende. Die Scheide bleibt. Bist deppert? Bist deppert? Das ist ja Wahnsinn. Das steht.
eh nicht durch. Du, nein, du, was machen wir denn jetzt? Du, der ist tot. Der ist tot. Es war nur Notwehr. Ja, sowieso, ja. Na, bist deppert, jetzt, na, du, ich bin ganz durcheinander von dem Haschisch, du musst jetzt machen, du stell es nach hier, wenn jetzt wer kommt. Hör auf! Du, Gitti, Schatzi, der ist tot, stell dir vor, wenn jetzt wer kommt. Ja, ist tot. Na. Glaubst du wirklich? Ich werd narrisch. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir? Jetzt, nix. Das war Notwehr. Er hat mich vergewaltigen wollen. Sowieso, ja. Nein, bist deppert! Bist deppert jetzt! Ich hab irrsinnige Federn. Ich hab irrsinnige. Spiel die Platten leiser. Bitte spiel die Platten leiser jetzt. Was machst du? Legst du die nieder? Ja. Was machst du denn? Komm her, Schatz. Magst du mich noch? Komm her. Das steht nicht durch. Das steht nimmer mehr durch. Hammer auf! So, ja. Du darfst aber niemandem sagen, dass wir was gekauft haben. Verstehst du, okay? Lass mich jetzt da. Was, du hast gehört? Du wolltest. Lass mich, ich geh jetzt. Wo willst du denn hingehen? Du geh dir nach. Du darfst jetzt nicht. Das hängt dir ja. Die haben die ja gleich. Wart wenigstens bis. Bist du rauf weg? Hallo? Ja? Monika? Ja, nein, der Joe ist weg. Ja, ist weg, ist nicht da, nein. Keine Ahnung, ja, vielleicht ist er ins Kino. Ja, richtig aus, ja, sehr. Ja, servus, ja, servus. All right.